Herzlich willkommen. Heute geht's ums Thema Bodies machen. Ich zeige euch Tricks und Tipps zum Thema Babemaking für zu Hause. Wir produzieren einen Köder unter 4 Euro. Das Rezept gibt es übrigens am Ende des Videos. Genauso wie das Gewinnspiel. Ich verlose noch 20 Kilo Bodies von Kaplan24. Film ab, los geht's. So, dann wollen wir mal loslegen. Ihr wundert euch, warum hier jetzt nur noch 4 Zutaten auf diesem Tisch stehen. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen was weggeräumt. Das sind die Zutaten übrigens für Teil 2. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Teil 1 der Videoserie. Diese 4 Zutaten sind die Hauptdarsteller des günstigen Köders. Ich habe mir Equipment bestellt von Kaplan24, ein bisschen was noch aus alten Zeiten zusammengesucht, denn ich habe früher sehr, sehr viel selber gerollt tatsächlich, in den Zeiten, bevor die Fertigbodies quasi den Qualitätsstandard bekommen haben, den sie heute haben. Ich zeige euch ganz kurz, was an Equipment nötig ist und dann starten wir danach mit dem Zusammenrühren der Zutaten. Zunächst einmal fangen wir ganz vorne an. Ihr braucht einen Behälter. Ich habe hier so eine Alutech-Box. Eignet sich super, kann man schön sauber machen. Da kommen alle Zutaten rein. Dann werde ich das verrühren mit den Händen. Wenn das einen größeren Stil annimmt, die Köderproduktion, 10, 20, 30, 40 Kilo von euch produziert werden, dann kann ich euch dazu raten, eine Bohrmaschine zu nehmen mit einem Betonmischaufsatz. Das funktioniert hervorragend, habe ich früher auch immer so gemacht. Oder wenn es dann noch eine Stufe höher geht, dann kann man auch schon mal über einen Teigkneter nachdenken. Alle Zutaten kommen dort rein, werden vermischt. Dann habe ich hier so eine Baitgun bestellt. Ja, die ist quasi... Vorne ist so ein Aufsatz, ein gelber, den werden wir gleich noch zurechtschneiden. Hier ist so eine Presse drin, die ziehe ich hier vorne gleich zurück und dann kann man schön Würste produzieren. Denn in der Köderherstellung, in der Bodyherstellung ist es so, dass immer erst Würste gemacht werden, lange Teigstränge mit einem Durchmesser von hier in diesem Fall 20 mm. Danach kommen diese Würste auf den sogenannten Boilie-Roller, den ich mir auch bestellt habe. Die werden hier draufgelegt, angepresst. 2-3 Mal hin und her gerollt und dann kommen die in einen Trocknungskorb bzw. in einen Korb, den ich erstmal dafür nutze, um die Teigware quasi aufzunehmen. Den werde ich dir gleich davor machen, so in etwa. Muss ich mir gleich noch eine Konstruktion hier bauen. Und danach kommen diese Teigkugeln, denn nichts anderes sind Boilies, in einen Topf. Ja, da machen wir gleich noch Wasser rein, da geben wir gleich Vollgas. Eine Gasflasche, 5 Kilo Gasflasche, einen Hockerkocher und dann werden die ein paar Minuten gekocht und mit einem Sieb quasi rausgenommen. Dann kommen sie wieder in so einen Korb, werden dann für ein paar Stunden erstmal ausgedämpft, dann noch 1-2 Tage getrocknet und dann geht's ans Wasser. Lass uns loslegen. Ich werde die Tüten hier aufreißen, werde das Rezept gleich mal rausholen und dann legen wir los mit Eier aufschlagen. Zur Eimenge, wir starten mit 8 bis 10 Eiern normalerweise auf 1 Kilo Trockenmix. Ich mache erstmal 8 Eier rein, um dann einfach zu schauen, wie ist die Konsistenz. Wenn ich dann noch mehr Flüssigkeit benötige, weil der Mix zu trocken ist, dann würde ich noch Eier nachgeben, aber 8 Eier sind erstmal in Ordnung. So, die habe ich jetzt hier komplett reingefügt. Die Eier kann ich erstmal zur Seite stellen. Das reicht mir erstmal. Ich habe hier eine Waage stehen. Und starte jetzt quasi erstmal mit Weißfischmehl. Schön grob, ja, wie Weißfischmehl übrigens produziert wird oder allgemein Fischmehl. Wir haben eine riesige Dokumentation in einem Fischmehlwerk gefilmt in Cuxhaven. Unsere Jungs waren dort vor Ort, haben sich die Produktion angeschaut. Kannst du auf 12i Pro mal nachschauen und wir blenden den Link hier unten natürlich ein. Ansonsten gibt es den auch nochmal in der Videobeschreibung. Zunächst Weißfischmehl. Ich rechne immer rückwärts, stelle hier quasi 1 Kilo Weißfischmehl auf die Waage drauf. Brauche jetzt 350 Gramm für diesen Mix. Dann kommt hinzu Weichweizengrieß. Den haben wir hier. 300 Gramm kommt dort rein.
150 Gramm müssen noch rein. 769. So, das passt auch. Jetzt packen wir rein Maismehl süß. 250 Gramm. Wie gesagt, Rezept gibt es gleich. Wir brauchen davon 250 Gramm, also 750 müssen in der Tüte bleiben. 760, das passt. So, jetzt brauchen wir noch Sojamehl Vollfett. Das riecht immer so mega geil. Wir brauchen hiervon 100 Gramm. Das mache ich mit einem Löffel, weil es relativ schwere Zutat ist und sich sehr schlecht kippen lässt. Zack, ein bisschen. So. Und jetzt werden erstmal die Flüssigbestandteile zusammengerührt. Hier ein bisschen die Eier zerquetschen. Ich sehe schon, es ist sehr, sehr trocken. Braucht noch ein paar Eier sicherlich dazu. Die haue ich da einfach so mit rein. Die mache ich nicht kaputt. Zwei Stück brauche ich auf jeden Fall. Zack. So sieht das dann aus. Ja, das ist schon eine schöne Bindung, ist schön elastisch. Und natürlich ohne Konservierer hier in diesem Fall. Ja, also mega hochwertig. Können dann zum Beispiel im Nachgang eingesalzen werden oder was auch natürlich geht, ist jederzeit einfrieren, ja, um das Ganze zu konservieren. Was ich nicht empfehlen kann, diese Köder irgendwie liegen zu lassen über Wochen oder Monate oder im Baitbag vergessen. Die werden auf jeden Fall schimmeln, das kann ich euch sagen. Wir haben jetzt diese Teigkugel hier. Ja, ich muss die jetzt noch so ein bisschen länglich formen, damit die in diese Gun hineinpasst. Der Teig ist soweit fertig. Ich habe hier so eine gelbe Tülle vorne drauf. Die bestimmt den Durchmesser der Wurst. Und der muss natürlich in etwa 20 mm groß sein. Ich mache den immer ein bisschen kleiner, weil wenn die Wurst da rauskommt, dann quillt die so ein bisschen auf. Das heißt, mit dem Cuttermesser sieht man hier, sind Markierungen drauf, 30, 24, 20, 18, 16, 14 mm. Und ich schneide jetzt quasi mit dem Cuttermesser erstmal bei 18 mm eine kleine Kerbe, um dann von dort aus quasi weiter vorzugehen. Nicht, dass ich hinterher eine zu große Tülle habe. Rausziehen. Schön festschrauben hier. Passt. Ja, ihr seht, es ist total einfach, Bodies zu produzieren und macht durchaus auch richtig Fun. So, jetzt kommt die Tülle hier vorne drauf geschraubt. Man sieht, es funktioniert wirklich trotz der Eier und der Eierschalen wirklich sehr, sehr gut. So, schön hinlegen, anpressen. Ich habe mir den Boilie-Roller hier übrigens mit vier Schrauben auf dem Tisch fixiert. Hier passiert gar nichts, weil man natürlich immer diese Bewegung hier macht. Und wenn alles wackelt, macht das keinen Spaß. Aber man sieht hier das Ergebnis. Top runde Boilies. Ich lege mir die hier erstmal gerade hin. So, nächste Wurst. Was auch funktioniert, um einfach ein bisschen schneller zu sein. Ja, am besten macht man das sowieso zu zweit. Ja, am besten mit deinem Angelbuddy zusammen. Dann kann einer hier die Gun bedienen, der andere, der macht hier quasi dann den Body Roller. So, zwei Stück nebeneinander funktioniert auch sehr, sehr gut. Hier ist so eine Führungsschiene, ja, da spannt man den Roller quasi hier ein. So, auf der anderen Seite ist auch eine Führungsschiene, dann wackelt hier nichts und dann geht das Ganze los. Perfekt runde Boilies. So, ohne Konservierungsstoffe, ohne irgendwelche Additive, einfach vier Mehle zusammengerührt, ein paar frische Eier und so einfach ist es, Fischmehlboilies zu machen. Und jetzt sieht man hier, ja, hier ist wieder eine Eierschale, ja, die Fische, die knacken die Boilies, fressen die, es gibt einen Geräusch unter Wasser, wenn die mit den Schlundzähnen quasi gefressen werden. Und hoffentlich fange ich damit auch den einen oder anderen Dicken. Ich fülle die jetzt hier in meine Gemüseboxen rein. Halte ich einfach davor und lasse die dann
hier quasi reinfallen. Ich habe jetzt hier mein Wasser schon reingeschoben hier auf so einem Roller. Ja, und jetzt gebe ich die quasi in das kochende Wasser. Hier. Und das Gute ist an der Frischei-Produktion, dass die quasi hochkommen, die Boilies, wenn die fertig sind. Ich habe hier so ein Sieb, ja, und jetzt wird hier quasi gekocht. Man muss gucken, dass die nicht auf dem Boden festkleben. Und jetzt warten wir mal gerade ab, bis die ersten fertig sind. Die kochen jetzt ungefähr, ich würde sagen, 2 bis 3 Minuten in etwa. Ja, ich rühre hier nochmal ein bisschen um. So bei 20 mm, 2 bis 3 Minuten kann man schon so annehmen. Natürlich, wenn die Köder kleiner sind, 14 mm, 12er, 16er, dann brauchen die etwas weniger. Aber Indikator ist tatsächlich, wenn die hochkommen und oben auf der Oberfläche quasi treiben, dann kann man die abschöpfen, in die Gemüsekiste hier reingeben, dann nach draußen zum Ausdämpfen stellen, um dann hinterher zum Beispiel Trockennetze zu nutzen. Wenn man die Köder dann härter haben möchte, dann kann man das durchaus 2 bis 3 Tage machen. Man muss ein bisschen aufpassen, man sollte die nicht in die Sonne hängen, dann wird zu viel Wasser entzogen, die platzen dann unter Umständen auf, werden porös und ja, sind dann hinterher nicht mehr so richtig gut fischbar. Die Fischbeutel sind fertig, duften wunderbar, ich fahre gleich füttern. Und für dich heißt es, Teilnahme am Gewinnspiel, denn wir verlosen 20 Kilo Boilies in der Sorte Robin Red Knoblauch von der Firma Kaplan24. Und was du dafür tun musst, ist, kommentiere unter diesem Video, ob du selbst Roller bist oder lieber zur Tüte greifst, sprich Fertigboilies angelst. Pack den Daumen hoch, mach die Glocke an. Wir sehen uns in Teil 2 zu diesem Video. Ich freue mich drauf. Petri Heil.